Seid glücklich, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir kommen jetzt mal wieder zu den kleinen Kaninchen. Wir wollen einmal schauen, was die hier so treiben. Und da haben wir unseren unteren Bereich, der wurde gerade sauber gemacht. Der war für heute angesetzt sozusagen. Da haben wir unsere zwei Nachwuchsmuttis, ne? Die sind jetzt auch schon mittlerweile ziemlich groß, muss ich sagen, ne? Ich meine, die sind aus Februar. Das heißt, jetzt wären sie mittlerweile auch schon um die 7 Monate alt. Also eigentlich genau das Richtige, sage ich mal, um sie zuzulassen. Aber wir warten hier nochmal einen guten Monat oder zwei, ne? Wir schauen mal, dass wir das zum Ende des Herbstes oder ähnliches. Dort werden wir dann die ersten Versuche quasi gewährleisten, ne? Bis dahin muss hier noch einiges passieren. Und zwar sollten die hier und auch die da unten schon längst getrennt sein von der Mutti. Das ist bis dato noch nicht so weit. Also die sind immer noch da. Da haben wir eins von den Kaninchen hier. Sei gegrüßt, kleines Kaninchen. Zack. Sehr schön. Gutes Tierchen. Und die anderen machen sich auch relativ gut. Ich habe jetzt gerade mal den ganzen Bereich mit Heu aufgefüllt. Und es scheint ihnen zu schmecken jetzt hier an der Stelle. Gestern haben sie nur Grünes bekommen. Kein Obst, kein Gemüse, einfach nur grüne Blätter. Und davon reichlich, ne? Guck mal, der eine hat hier so ein leicht hängendes Ohr, sage ich mal. Sieht auch immer witzig aus, ne? Zack, guck mal, er kann das aber auch wieder gerade machen. Sehr schön. Also, ich habe gestern tatsächlich da noch gar nicht reingeguckt. In dem Bereich, wo der neue Wurf ist sozusagen. Da bin ich jetzt auch schon gleich ganz gespannt, was uns da erwartet, ne? Was wir da so vorfinden werden, ob alles soweit in Ordnung ist. Und da gucken wir einfach jetzt einmal hinein sozusagen. Also, ich mache nochmal zu. Und dann werde ich mir jetzt gleich mal einen schönen Handschuh anziehen und dann gucken wir da gleich einmal, was wir hier zu sehen bekommen. Ich mache hier einmal die Tür zu, damit sie nicht hier einfach hineinschlendern kann, die Gute. Und dann ziehe ich meinen Handschuh an und dann nehme ich euch wieder mit dazu. So, das hätten wir. Hier sichern wir mal die Tür, ne? Und guckt euch das mal an hier. Heute ist es auch relativ warm und die sind hier so ein bisschen aus dem Nest herausgegangen. Guck mal, wie groß die sind. Also mir kommt das jetzt so extrem vor, weil ich die gestern nicht gesehen habe. Ich hoffe, dass die zwei überlebt haben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das ist das 10. Also, hier sehen wir, der wird das wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ne? Hier ist auch so ein gewaltiger Unterschied von der Größe her. Und er wirkt auch schon sehr, ich sag mal, in Mitleidenschaft gezogen, schon ein bisschen benommen. Und ich denke, den werde ich jetzt hier herausnehmen. Der wird das sowieso nicht mehr schaffen. Der ist auch sehr viel dünner, so mein Vergleich hier, ne? Also ist schon ein gewaltiger Unterschied, sag ich mal. Den nehmen wir jetzt mal gleich heraus und somit erhöhen wir auch, ich sag mal, für die anderen die Milchzufuhr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das hätten wir. Den einen nehmen wir hier heraus. Ich denke, der wird das sowieso nicht mehr schaffen. Das kleine Tierchen hier. Wir packen den mal hier hin. Ja, so ist das leider. Der wird jetzt sowieso, ich sag mal, in 1-2 Tagen wäre er quasi nicht mehr lebendig, ne? Dafür war er schon zu weit in der Ecke dort hinten. Das heißt, dass er auch gar nicht mehr die Kraft hat, sich bei seinen Geschwistern durchzusetzen und sich nach oben zu der Zitze zu kämpfen, sondern er wird immer wieder nach unten gedrückt, was schon mal, ich sag mal,
nicht so viel Hoffnung in einen aufkommen lässt, dass er tatsächlich das auch so weit überleben wird. Ne? Und somit müssen wir hier einfach mal eingreifen. Man hätte es jetzt nochmal reinlegen können und sagen können, die Natur entscheidet das, das mache ich auch am liebsten. Aber hier war das schon, ich sag mal, absehbar, dass das nichts wird. Ne? Somit ist jetzt einer hier herausgenommen worden. 9 bleiben noch, die 9. Ich meine, einer war dabei, der noch ein bisschen schwächer war als seine Geschwister, aber alle 9, so ist mein Gedanke, werden gut überleben können. Ne? Man kann nicht im Voraus das vorhersagen, sage ich mal. Aber so von der Körperstruktur sah das doch schon so aus, als wenn sie das schaffen werden. Ne? Also ein Verlust, das ist ein bisschen schade, aber damit ist immer zu rechnen. Normalerweise, sage ich mal, sind 8 immer so eine sichere Nummer. Die kommen auch relativ gut durch. Bei 10 ist das immer so eine Sache. Es gibt Kaninchen, die schaffen das ohne Probleme und es gibt auch Kaninchen, die schaffen das weniger. Ne? Und das ist tatsächlich jetzt so eine Situation. Ich denke, die Mutti hätte es auch geschafft, aber das Junge ist einfach zu schwach. Ne? Also es ist viel kleiner als die anderen, total unterernährt. Und das wirkt auch schon so, ich sag mal, als wenn es die letzten Momente sind. Ne? Man könnte es jetzt natürlich auch ansetzen oder per Hand auffüttern, aber tatsächlich mag ich das nicht so gerne. Ich hatte bei den letzten Kaninchen immer wieder mal, ich sag mal, ein Junge angesetzt. Aber das Problem war halt, dass die Mutti, und das ist tatsächlich auch von Kaninchen zu Kaninchen unterschiedlich, aber die Mutti, bei der ich das angesetzt habe, die hat das Kaninchen ausgestoßen, ausgesondert, wie auch immer. Zumindest lag immer danach ein totes Kaninchen da im Bereich. Und von daher ist es dann zwar schade, wenn die Natur sich gegen das Leben entscheidet, aber ich lasse es dann so entscheiden und so laufen und so ist es halt. Ne? Die 9 werden jetzt eine gute Chance haben, dort reichlich Milch zu bekommen und ich denke mal, das ist auch gerade das, was entscheidend ist. Ne? Ich sehe hier gerade so was Spitzes hier. Das scheint Rose zu sein. Die haben irgendwann mal Rose bekommen. Und das lag hier nochmal drin. Ich habe das jetzt einfach mal rausgenommen. Nicht, dass sie sich jetzt hier auf diese pieksigen Dinger legt oder sowas. Ne? Manchmal kann man ja gar nicht so doof denken, wie es dann kommt. Sehr schön. Also, das hat gut funktioniert. In 2 Wochen ist sie hier dran. Diese Woche muss tatsächlich auch noch mal so ein bisschen Hand angelegt werden. Wir müssen zwingend diese 2 Bereiche hier umziehen lassen, ne? Also die Trennung von der Mutti. Und mir schwebt da auch schon etwas vor. Eigentlich wollte ich hier so ein bisschen was machen, aber ich habe da noch eine andere Möglichkeit. Und da schauen wir mal, ob das eventuell schon umgesetzt werden kann. Aber dazu, wenn es dann soweit ist, ne? Da liegt der Nummer 3. Hab mich selber ein bisschen erschrocken. Ja, wenn die da so immer hochzucken, ne, sind ja immer meistens so Kaninchen der Zuckungen sozusagen. Blitzschnelle Bewegungen, so dass die menschliche Gestalt vor denen sich auch dann meistens nochmal so ein bisschen erschreckt, ne. Nun gut, also ich denke, dann sind wir jetzt auch wieder mal zu dem Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.